Okay, und damit ein wunderschönes Moment. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Ne, wen haben wir denn hier? Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Hab ich doch schon. Im verlassenen Tunnel zur Paulis auf dich warten. Okay. Er hat uns eine Waffe gegeben, die wir eigentlich schon haben. Oh Mann, eine Sprengfalle. Licht an. Bisschen weiter zurück. Jetzt drauf schießen und. Ja und. Zack. Erstmal wieder nachladen. Wie komme ich daran jetzt eigentlich vorbei? Weil das Ding hat ja so eine Stacheln dran, oder komme ich da jetzt einfach hier dran? Eieiei. Ach, guck mal, die wissen schon, dass wir hier sind. Oh, wie geil ist das denn? Wie soll ich denn da bitte schon dran? Vorbei. Ganz kurz warten. Chillen. 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 Erstmal reloaded hier, bevor ich hier drauf gerne. Diese Scheiße. Aber noch könnt ihr noch nicht beklagen. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Ja, Verletzte. Ja, aber so viele Verluste habt ihr eigentlich noch gar nicht. Also der andere Stützpunkt, bei dem wir waren. Oh, der hat auch mehr, weit mehr Verluste gehabt als die hier. Ey, guck mal, der hat einen Headshot, direkt einen Headshot gekriegt von mir. Cool. Na, wo seid ihr denn? Achso, klar, ich wollte gerade sagen, wo trete ich denn die ganze Zeit rein? Irgendeiner ist hier noch. Weil einer war noch entkommen. Und der ist noch am Leben. Und den muss ich jetzt auch noch versuchen zu finden. Aber erstmal ist hier durch Reload, ne? Erstmal ist mitnehmen die ganze Moon, die wir hier haben. Moon. Okay, wir haben gerade ein Messer aufgesammelt. Ich wollte gerade sagen, Schnapsflasche. Sieht das eher aus. Und? Hier ist auch keiner. Wo ist denn der? Also irgendwo hier drin ist noch einer, das weiß ich. Den hört man auch. Ja, wo ist denn der? Was macht der denn? Zwar funkt er irgendwas oder was? Irgendwohin ist er. Irgendwohin ist er gerade verschwunden. Irgendwo. Also, wo ist denn der Typ? Links! Nee, über dir. Über dir, mein Lieber. So ist das Zauberwort. Bam, 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 bam. Hier, reloaded erstmal. So, jetzt können wir runtergehen und erstmal die ganzen Mund klauen. Oder zumindest die ganzen Leichen plündern, die wir hier gerade erledigt haben. Ausgeschaltet haben sie alle, brutal ausgeschaltet. Soll ich mal alles mitnehmen? Perfekt ausgerüstet, auch wieder nach oben. Komme ich da überhaupt hoch? Genauso. Wen wollt ihr flankieren? Mich am Arsch. Was ist das für eine Treppe, ey? Bei dieser Treppe musste ich gerade jedes Mal springen drücken, um hochzukommen. Wie geil ist das denn mal? Aber irgendwo war noch ein Feind. Ich höre die ganze Zeit mal so eine Feinde, aber ich sehe hier gerade kein Schwein. Boah. Man, ich war richtig gerade. Ich wollte mich gerade erst umgucken, aber ich bin gleich richtig gewesen, oder was? Mund mitnehmen, alles mitnehmen hier. Oh Mann, da kommt schon wieder den nächsten hier. Boah, da haut er mir erstmal seine scheiß Bajonette. Ich glaube, Bajonette hieß das Ding. Also die Klinge vorne an der Pumpgun, da hat er mir voll reingejagt gerade. So, wo sind denn die anderen noch? Weil ich höre immer noch welche. Ab und zu. Ich höre sie sogar schießen. Ach, da oben ist noch einer. Du bist aber ein Süßer. Scheiße! Ja, das trifft es gut. Aber das ist noch viel besser. Weil das war nicht mal gerade meine Kugel. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Wir rushen mal wieder zurück, damit wir wieder hochkommen. Warte mal, kommt man hier auch noch hier schneller hoch, glaube ich. Wenn wir hier einfach so lang gehen wieder. Ah, jetzt komm, guck mal, hier komme ich eigentlich ganz gediegen hoch. Aber hier bei dieser Treppe, das wird nichts. Da muss ich hoch und dann A drücken, A drücken, A drücken. Immer höher, damit ich nach oben komme hier. Was ich total scheiße finde. Na ganz ehrlich, hallo, wer drückt denn bei jeder scheiß Treppe springen jedes Mal, um hochzukommen? Das ist auch... Okay. Stabil gebaut. Ich bin gerade gegengegangen und es ist kaputt gegangen. Entweder das Ding ist losgebaut oder ich bin extrem stabil gebaut. Wo muss ich lang? Muss ich jetzt hier lang? Oder wir rushen einfach mal hier durch. Dam, 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 dam. Warte mal, nee, ich sterbe nicht. Nein, danke. Sowas will ich nicht. Aber wo sind die alle? Warte mal, hier sind wir schon mal angerannt. Da rennen wir wieder hoch. Da rennen wir mal wieder hier oben lang. Warum ist das Licht andauernd aus? Ich mache das hier immer an und es geht immer wieder aus. Dann müssen wir jetzt hier wieder, rennen wir mal wieder ein bisschen weiter zurück. Ne, wir dürfen auch gar nicht zurückrennen, weil es ist auch Schwachsinn, wenn wir jetzt wieder hier zurück rushen. Weil wir sind eigentlich von hierher gekommen, also ist eigentlich Schwachsinn, dass wir wieder zurückrennen. Warte mal, hier war doch gerade noch. Hier war doch gerade was. Ich habe gerade irgendwas gesehen gehabt, weil die kommen, hier kommt man nämlich auch lang. So. Hundesohn! Wie nennst du mich? Ah, den habe ich flankiert. Den habe ich flankiert, weil ich glaube, der hat gerade irgendwo anders hingeschossen, dann kam ich auf einmal um die Ecke. Oder da hat nicht gerendert, dass sie von da kam. Ist da unten eine? Da bist du hier. Ah, da! Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier die ganze Zeit ein. Ich höre doch ein. Jumpen! Yeah, Flankfeuer, flankiert!
Yeah, oh, voll in die Nuggets geschossen. Wir haben sie gesehen, voll in die Nuggets ihn geschossen, aber ist er draufgegangen. Ein Nugget-Shot hier. Da war gerade ein Schatten. Da. Da hat es mir gerade. Da habe ich nämlich gerade einen Schattenspieler gesehen gehabt. Aber da muss doch einer gewesen sein. Da muss er doch einer gewesen sein. Reloaded. Wer hat die Verletzte? Ich. Ihr habt Verletzte, aber eine ganze Menge. Oh yeah. Reloaded. Oh, ich guck mal, ich hab sogar die Lampe in seinem Helm kaputt geschossen. Die ist sogar kaputt gegangen. Das ist doch mal hammergeil. Also das sind nochmal Details, die begeistern. Oh, Weihnachten. Yeah. Weihnachten hier. Alles mitgehen lassen. Hä, was? Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Wer, wo haben die hier einen echten Idioten, ne? Hä? Auf die Fresse könnt ihr haben, oder was hier? So, jetzt gehen wir mal geduckt hier nach oben. Perfekt, richtig. Oh Mann, wir sind schon wieder hier oben. Ja, kann sein, aber jetzt noch nicht. Was haben wir denn hier unten? Oh, kann ich da gar nicht, kann ich hier nachgucken? Oh nee, das Ding will ich nicht haben. Das ist, glaube ich, dieses Scharfschützgewehr. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gehabt oder so. Na, ich weiß gar nicht mehr. So, wir gehen auf jeden Fall hier oben lang. Wir rennen jetzt mal hier oben lang, weil ich glaube, hier müssten wir richtig sein. Oder auch nicht. Warte mal. Ach, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich übersehe das hier beinahe immer, ne? Ich renne hier beinahe immer dran vorbei, aber liegt da immer noch eine ganze Menge Scheiße rum. Na? Also, Messer sind voll. Sehr gut. Dann können wir, glaube ich, hier durch. Und jetzt ist wieder Russian, Russian, Russian. Ach so, Glas. Ey. Was denn? Denkst du, ich habe Angst vor dir, oder was? Denkst du, ich habe Angst? Das ist Schwierigkeits... Das ist hier nicht Profi, oder was? Reloaded. Reloaded. Rückzug, Angriff, 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 Angriff. Reloaded. Zu rechten? Oh, nochmal. Ja, so was will ich aber nicht hören hier. Wo seid ihr denn? Na, wo seid ihr denn? Da kommt da einmal raus. Ich habe eine wunderschöne Waffe für euch. Ja, zumindest, ich habe ein paar wunderschöne Kugeln für euch, die ganz schnell auf euch zukommen. Die euch sehr schnell kennenlernen möchten. Wo seid ihr denn? Hallo, wo seid ihr denn? Erstmal alles hier mitnehmen. Okay, wo sind die? Hier ist auch kein Schwein. Dann gehen wir mal hier die ganzen Toiletten durch. So, hoffentlich sind wir, vielleicht kommen wir auch bei der Damentoilette an, man weiß es ja nicht, man kann es ja noch nicht wissen. Aber ich bin mir sicher, dass ich gerade schon wieder falsch abgebogen bin irgendwo. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, ich bin falsch abgebogen irgendwo. Ich weiß wirklich nicht, wie ich drauf komme. Miep? Ja, ne? Ich würde sagen, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Oder bin ich vielleicht doch richtig? Bin ich richtig? Na gut, wenn ich richtig bin, dann werde ich schon irgendwas hören oder sehen. Aua, ja, ich bin richtig. Ja, was willst du hier mit deiner Granate? Kannst du dich behalten, lieber? Warten. 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 Ich höre es nicht zischen. Hat er gerade eine Granate gezündet, oder nicht? 3, 2, 1. Gut, da ist nichts. Alles eins, aber ich wollte gerade sagen, jetzt gehe ich um die Ecke und dann fliegt mir alles um die Ohren. Das wär noch am hammergeilsten gewesen. Gehst jetzt mal schön drauf dadurch. Nee, ne? Ey, ich renne hier nur im Kreis. Ich kann machen, was ich will, aber ich renne hier wirklich nur im Kreis in dieser Scheißstation. Wisst ihr was, wir gehen nochmal fix nach oben wieder. Wir machen es einfach nochmal. Dann sind wir nämlich wieder hier oben. Dann können wir nämlich wieder hier lang gehen. Weil ich glaube, hier waren wir irgendwo richtig, weil hier gab es noch... Na nee, warte mal, hier war ja auch nur das. Wir sind auf jeden Fall wieder hier oben lang. Wir rennen erstmal wieder hier oben lang. Ey, was ist das hier für ein scheiß Irrgarten? What the fuck? Die wollen einen doch verarschen. Dann gehen wir mal hier durch. Vielleicht kommen wir jetzt irgendwo anders an. Man weiß es ja nicht. Nö, wir sind wieder hier angekommen. Dann rennen wir einfach mal hier weiter. Weil hier waren wir, glaube ich, nicht lang gerannt, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, hier waren wir nicht lang... Ne, hier waren wir nicht lang gerannt, eindeutig nicht. Eindeutig nicht, aber hier müssen wir auch, glaube ich, nicht lang. Wie liegst du denn hier? Du bist aber ein perverses Schwein, der. Ich kann natürlich auch nicht rennen. Na, dam, 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 dam. Da hat jemand die Falle ausgelöst, cool. Da mal kurz durch, dankeschön. Oh! Oh! Da war eine zweite Falle. Oh, scheiße, die hab ich nicht gesehen. Okay, da ist noch eine zweite Falle. Brain, merkt ihr das mal bitte, weil das ist nicht gerade geil. Wenn du da von so einer Falle da einfach mal weggeratzt wirst. Hier unten lang kriechen. Russian, 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 Russian. Anvisieren. Bam. Zack. Zack. Weil das ist nicht so geil, wenn du von so einem Ding mit einem Flugzeug erwischt wirst. Das ist nicht geil. Hör mal auf. Warte mal, das Ding tötet mich gleich. Nee. Ich bin einfach durchgegangen. Ich hab die Kraft. I have the power. Ich bin einfach mal durchgegangen durch das Ding hier. Why not? Also... Ich hack hier gerade, ich mache hier gerade übelst die ganzen Hacks an oder was. Auch kein Schwein. Hier ist auch kein. Da ist ein. Ne, das wollte gerade sagen, das ist ein Stachel, aber wäre ziemlich sinnlos, wenn da so eine Stachel an der Wand wären. Es sei denn, die Wand würde zu. Ey, komische Geräusche gibt's hier, ne? Das ist eine Geräuschkulisse, die ist echt. Traumhaft. Okay, wo geht's dann hier weiter? Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Endlich bin ich richtig. Komm und ruh dich aus. Ja, nach diesem Irrgarten, das habe ich mir auch echt verdient.
Oh, erstmal schön hinlegen. Relaxen. Wir werden die Polis bald erreichen. Yo, Muck Dad. Ist das so ein Schienenmotorrad, oder? Weil wir sind gerade auf Schienen gefahren. Ich glaube, das war so ein Schienenmotorrad. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes. Irgendwas Schlimmeres. Wer redet hier? Und was soll ich machen? Vor allem, weil ich komme hier nicht weiter. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. What the fuck? Lauf, Artyom! Renn weg! Nimm die... Was zum Teufel ist hier los? Aber das ist der einzige Ausgang. Was sollen wir jetzt tun? Ach du Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Kapitel 5. Hoffnung. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald ich Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Okay, ich bin froh, dass Sie den Witz nicht missverstanden haben. Weil ich glaube, ansonsten hätten die uns eiskalt erschossen. Und wir sind immer noch unsichtbar. Komisch. Wie machen wir das? Ein Hack? Ein Bug? Ein Glitch? Ich weiß es nicht. Aber die haben Nachtsichtgeräte. Haben wir doch auch eigentlich, ne? Das sieht doch mal cool aus. Ich kann zwar die Schrift da oben nicht lesen, aber es ist wahrscheinlich richtig cool. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Na, ich finde die Atmosphäre Hammer. Vor allem, guck mal, hier sind wieder so viele Soldaten auf einem Fleck und das Spiel ruckelt nicht ein bisschen. Cool. Ja, ich zocke sowieso auf Konsole, also da von da aus ruckelt es eigentlich relativ selten. Die eine Steinfigur. Und ich bin aus dem Fahrzeug geschwebt. Cool. Und er auch irgendwie. Lol. Ja, ist aber ein Schienenmotorrad, wie ihr gerade seht. Ist ein Schienenmotorrad, wie ich es eigentlich gesagt habe. Soll ich auch da rein? Ja, ne? Willkommen in der Polis, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Hallo! Okay, was soll ich jetzt machen? Verkauf und Ankauf! Was soll ich denn bitte schon verkaufen? Ich habe doch nur meine paar Kugeln.
Es könnte es sein. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von den Schmieden. Nein, danke. Wir gehen einfach mal weiter. Warte mal, können wir doch was machen, oder nicht? Wir sollten uns doch irgendwie umkleiden, oder nicht? Ja. Oder was? Wir quatschen bei ihnen an. Und Ankauf. Nee, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nichts davon. Nö. Was hast du hier? Wie viel haben Sie gesagt? Wegtreten. Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Spricht unser jetzt, oder? Macht er jetzt einfach den Mund auf? Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Okay. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Oh yeah. Jetzt sind wir in einem Nobelbezirk gelandet, oder was? Krasser Scheiß. Und direkt vor dem Gericht gelandet. So läuft es heutzutage. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und aber natürlich. Zurückgehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Sparta-Basis, okay. Kein Problem. No problem. Alle. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033. Und bis dann, haut rein, auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.